Barre. Schreibt's mal. Ah, der hat sich Gold geholt. Und trifft die EP. Trifft sie. Sie hat getroffen, ich bin runtergefallen. Hier die Risky Enderperle und werfen uns runter. Geht auf Z-Hypes Video, ich hab's noch nicht. Oh mein Gott, was ist das jetzt schon wieder gewesen, Mann? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Wir spielen heute mit dem 6K-Pack von Z-Type. Das heutige Thema ist sehr umfangreich, Leute, deswegen hört einfach genau zu und urteilt dann per Kommentar und liken oder disliken, wie ihr es auch findet. Also Leute, es fing alles so an, ich habe ja One-Out gebracht und ja, die Leute haben es alle gefeiert, alles positiv an Feedback und es war alles nice. Und Leute, dann kamen die ersten Kommentare, ja, es sei halt eben geklaut. Mir wurde aber nicht geantwortet, von wem. Gut, dann habe ich das weitergebracht. Die dritte Folge ist jetzt halt, ja, die dritte Folge ist jetzt um. Und die ganzen Leute schreiben schon, das ist von Angriffskuchen geklaut. Verdammt, was labert ihr? Also okay, ich möchte mal kurz eure Sachen entkräften. Und zwar, Angriffskuchen, für die, die es nicht wissen, ist ein Gomme Bad Wars YouTuber, welcher 17.000 Abos oder so besaß auf seinem alten Kanal, welchen ich aber schon lange kannte. Ja, und er hatte damals anscheinend so ein Format namens Level Down. Mir wurde das alles nur gesagt, kann auch sein, dass irgendwas fehlerhaft ist. Wenn ja, dann schreibt es mir in die Kommis. Auf jeden Fall, Leute, war es so, dass Angriffskuchen sowas selber, das genau dasselbe wie ich gebracht hatte. Ja, und es hieß einfach Level Down. So war es aber gar nicht geklaut, sondern es war einfach von mir selber ausgedacht. Das Ding ist nur, dass Angriffskuchen eine viel größere Fanbase als ich hatte oder hat. Ja, und deswegen, Leute, denken halt viele, ja, der ist größer. Also, ist es von Angriffskuchen geklaut. Also, keiner hat mal den Aspekt bedacht, dass ich mir das selber ausgedacht hatte. Und, ja Leute, ich kann natürlich nicht irgendwie beweisen, wo schwarz auf weiß steht. Nein, ich habe es nicht geklaut. Aber ihr müsst es mir glauben. Ich habe auf jeden Fall, das kann ich euch wirklich schwören, Leute. Ich habe halt echt nichts geklaut oder abgesehen von anderen YouTubern. Bis auf mal so Random RP Challenge oder sowas. Oder mal Bauarten, wo ich 600 Abos hatte. Gut, aber Leute, das war's auch wirklich, das war's. Und den Rest habe ich mir alles selbst ausgedacht von One Out. Bedeutet, ich habe mir eigentlich alles selber ausgedacht. Nur die Leute, ja, die Leute sehen es zu kritisch. Denn... ja, es ist ja genauso wie jetzt wird man sagen, ja, du hast den Schnitzstil kopiert, denn One-Out, ich meine, ist auch natürlich ein eigenes Format, meiner Meinung nach, von mir. Aber wenn es eben jemand anderes schon gebracht hat, Leute, warum regt ihr euch denn so auf? Ich meine, mein Gott, das ist eine Videoplattform, es geht um Unterhaltung. Aber ich kann euch wirklich, wie gesagt, eins nochmal versichern, bei Wort schwöre ich habe es nicht geklaut. So, das war dazu nochmal, bevor sich Leute denken, ich bin zu feige, um mich dazu zu äußern, weil ich keine Argumente habe. Ja, Leute, darum geht es halt wirklich nicht. Und ja, ich würde mich einfach freuen, wenn ihr aufhört mit diesen Kommentaren. Das sind jetzt schon locker 10 gewesen, die es geschrieben hatten. An die, die es aber übel feiern, und dazu gehöre ich selber auch dazu. Freut mich auf jeden Fall, dass das Feedback so gut ist und dass das Videoformat so gut ankommt. Das hätte ich auch nie gedacht, wirklich, Leute. Also es ist schon sehr, sehr schön, was ich auf jeden Fall an Feedback bekomme. Übrigens, Leute, wenn ihr diese Pack hier haben wollt, geht auf Z-Hypes Video. Ich hab's noch nicht... oh mein Gott, was ist das jetzt schon wieder gewesen, Mann? Geht zu Z-Hype auf seinen Kanal. Ich habe euch das Video unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und da findet ihr den Download-Link und sein Video auf jeden Fall von dem lieben Z-Hype für sein 6K-Pack. Und ich frage mich gerade, wo ist denn der letzte? Ah, der hat sich Gold geholt und will jetzt gegen mich spielen. Ja, super. Ja, super. Geil, Leute. Haben wir ihn? Ja, wir haben ihn. Yo, das lag. Und ja, Leute, es gibt noch eine zweite Runde. So, das sind wir in der zweiten Runde, Leute. Und ich muss mal echt seit einem Riesenlob aussprechen, wenn dieser Himmel selbst gemacht ist. Oh mein Gott, was ist diese Auflösung, bitte? Ich meine, oh mein... holy shit. Ich finde das so schön, das Pack. Ne? Ich finde das so schön. So, Leute, jittern beim Fastbitchen. So, ich habe eben kurz Wort vergessen. Es ist jetzt schneller als mein One-Click. Schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt es mal. Habe ich auch gesagt. So, Leute, da sind wir auch in der dritten Runde, Leute. Und ja, mal wieder auf Platzangst. Ich muss echt sagen, Leute, also das ist echt nice, wie die Klicks momentan abgehen. Ich bin ja auch momentan am Vorproduzieren busy. Und daily ist es natürlich auch ein bisschen was anderes im Vergleich zu jedem zweiten Tag um 14 Uhr. Jedoch, Leute, muss ich euch echt mal Lob aussprechen. Das macht ihr super und ihr seid auch schön aktiv. Aber, Leute, es gab einen Abo-Box-Bug, weshalb ihr einfach mal alle bitte oben rechts auf die Infokarte klickt. Da sind ein paar Videos von mir und die könnt ihr euch mal so ein bisschen gönnen. Oder ja, einfach, falls ihr es verpasst hat.
hat, einfach mal ganz anschauen. Würde mich sehr freuen. Und ja, einfach mal ein Like da lassen, wenn euch das alles gefällt hier, wie ich aktiv bin, denn es ist schon sehr, sehr, ja, sehr, sehr stressig, sagen wir es mal so. Aber es macht mir so viel Spaß, Leute. Also danke nochmal für diesen heftigsten Support. Und es freut einen auch sehr, auch wenn ich jetzt runtergefallen bin. Lalalala. Grüße gehen übrigens raus an den lieben Zeltype. Seine Packs sind nämlich immer so schön. Ich weiß auch gar nicht, wie man diese Kreativität überhaupt erlangt. Aber wir machen jetzt anscheinend Bettentausch. Ne, ist runtergefallen. Super. Super, super, super. Das glaube ich mehr. So, zack. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. So, und weiter rennen. Übrigens eine Frage, Leute, mögt ihr es, wenn ich eher viel laber und wenig schneide? Weil ich eben nicht mitten im Satz wegschneiden möchte. Oder mögt ihr es, wenn ich viel schneide und wenig laber und eher drauf schwitze aufs Gameplay? Es ist verdammt schwierig, diese Frage, da viele so Schwitzersachen eher mögen. Und na, das ist echt eine schwierige Sache, muss ich selber zugeben. Und ja, deswegen fragt mich euch, und das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und wie hat er mich jetzt geboxt? So, weiter geht's, Leute. Und hackt der? Der hackt. Ja, der hackt. Oder er leckt. Ach, keine Ahnung. Na. So, meine Freunde, jetzt geht's weiter. So, den kriegen wir auf jeden Fall. Und schön Cobweb-MLG hier dran machen und den töten. So, gleich ist auch schon die Runde vorbei, Leute. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr demnächst mal auf den teamspeakstein.eu kommt. Und ja, da war eine Störmeldung, was weiß ich. Leute, ich baue mich jetzt einfach straight durch die Mitte, bis ich den hab. Oder, Leute, wir holen uns einfach Gold und holen uns dafür eine schöne EP. Das geht doch auch! So, was denkt ihr denn? Was denkt ihr? Dass ich mich suicide oder was? Hä? Jetzt mal Real Talk. Also mal komplett real. Aber, yo, jo, dann porten wir uns gleich mal direkt und trifft die EP, trifft sie. Sie hat getroffen, ich bin runtergefallen. Wow, wow, wow. So, Leute, zweite EP auch am Start. Goll, goll, goll. Und der Suicide sitzt sich jetzt schon, was ziemlich verwunderlich ist. Ja, dann machen wir einfach mal hier die Risky Enderperle und werfen uns runter. Komm, cool, schon wieder. Mann! Okay, Leute, es geht um One-Stack-Battle. Mal schauen, wer hier auf jeden Fall in der höheren Position ist. Ich glaube, er ist höher. Ja, aber er hat sich gesuicidet. Warum ist man sich zugesagt, Leute? Warum? So, und dann haben wir den auch, Leute. Und ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte eine positive Bewertung da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst ein Dislike da. Schaut oben rechts auf die Infokarte, da waren ein paar schöne Videos verlinkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.